Kubo von Zurich. Ihr habt das Evolution. Erzähl uns ein bisschen was dazu. Also für die, die das Evolution noch nicht kennen, das ist unser letztes Gerät halt. Es ist ein ganz normaler Vario, aber es kann auch besondere Sachen. Zum Beispiel diese 3D-Ansichten der Flugräume. Wenn man fliegt, sieht man, was einem vorsteht, also das Gelände, aber auch die Volumen der Lufträume dreidimensional. Da könnte man auch die Waypoints sehen, falls man jetzt einen Wettbewerb machen würde oder einen Streckenflug. Man hat auch so einen Gleitassistent, was man auch hier gut sieht, auf dem Bild daneben, was uns dann sagen würde, wo man ankommt auf dem nächsten Berg mit der aktuellen Gleitzahl. Dann gibt es auch ganz normale 2D-Ansichten, genau, Lufträume wie üblich. Es ist alles gedacht, dass es mit groben Handschuhen funktioniert, mit dem guten E-Ink-Bildschirm. Es funktioniert mit Druck, also nicht mit statischem Strom. Was wir jetzt auch hier haben, sind Live-Tracking-Möglichkeiten. Über Bluetooth halt, ist auch möglich, ist auch neu. Was wir jetzt auch haben, sind Wetterstation-Daten live, also auch über Bluetooth und Internet, dass man immer die Daten der nächsten Wetterstation halt, also die letzten Daten. Genau, und also dann haben wir auch viele andere Sachen für Wettbewerbe, Route setzen etc. Man kann alles customisieren, das heißt, wenn einem die Anzeigen nicht gefällt, kann man alles anders anordnen oder andere Sachen da addieren, also Hilfe für die Thermik zentrieren, Gleitassistenten, Hilfe, um die Thermik nochmal zu finden, falls man sie verloren hätte, genau. Das sind ja interessante Features. Kommt da noch was dazu? Also das ist eine sehr gute Frage. Wir haben alles so gebaut, dass die Hardware, die Komponenten alle da sind, um noch immer weitere Funktionen reinzupacken. Um diese weitere Funktionen zurzeit addieren wir jeden Monat neue Funktionen. Es hängt ein bisschen von der Nachfrage der Piloten, genau. Und wir haben einen ganz guten Plan für dieses Jahr, aber das ist noch unser Geheimnis, genau.